Der wollte mich gerade schnappen. So, als erstes, hallo Leute. Endlich sind wir wieder da. Wie vor 2 Jahren, Markus und ich habe keine Ahnung, ob ich mich vorgestellt habe. Ich bin der Ljubi, ich komme aus Österreich und Fischen, Karpfen ist mein Leben. Ne? Aber wir sind endlich wieder am Salagou. Letztes Mal haben wir gesehen, mehr Futter. Dieses Mal hat man jede Menge Futter. Aber es ist immer wieder was Neues. Unvorstellbar, die ganze Zeit, wo wir da sind, jeder Tag besser als der andere. Zwischen 29 und 31 Grad, glaube ich, oder? 31 Grad und 24 Grad Wassertemperatur. Auf 13 Meter Seetiefe, sozusagen, Wassertiefe, hat man 21,8, glaube ich. 21,8, ja. Und das sind überhaupt keine Bedingungen zum Karpfenangeln. Wir brauchen Wind, wir brauchen Kälte, wir brauchen Regen, Sturm etc. Und von dem ist genau das Gegenteil. Aber naja, was soll's. Damals haben wir nämlich Urlaub geplant, schon im letztes Jahr, schon glaube ich im Herbst irgendwann einmal. Und dann kann man es nicht ändern. Wir müssen es annehmen und dass es volle Zeit einfach so ist, wie es ist. Aber wir sind trotzdem zufrieden. Wir haben wunderschöne Fische gefangen und mein Ziel war wenigstens ein einziger Karpfen und ich habe 2 gefangen und das ist schon einiges an dem See und vor allem an der Wetterbedingungen. Der größte war 22, glaube ich. 22 Runde, Kilo, ja. Runde 22 Kilo. Jede Menge Futter. Aber da muss man sich überhaupt nicht wundern, wenn einer sagt, wow, wir haben da extrem viel Fische verloren oder was weiß ich was alles. Leute, also das, was ich mit Markus gemacht habe, das war unvorstellbar. Also wir sind wirklich von A auf B, wir haben 6 Mal mittlerweile schon gemoved für die 2 Mal, seit wir da sind. Und also ich muss sagen, es ist egal, wo wir sind, überall entweder Bäume oder jede Menge Muschler. Und hier auf dem Platz, wo wir sind, ich würde sagen, von 2 Meter bis 13 Meter bis dahin könnte man nämlich mit der Unterwasserkamera sehen. Und ich kann euch nur eins zeigen, das ist ein Friedhof von Muscheln. Kein normaler Muschelteppich oder sowas, sondern Berge von Muschelschale. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Schnur 80, sogar 1 Millimeter, glaube ich. 1 Millimeter, keine Chance, ruckzuck durchgerissen. Einfach unvorstellbar. Aber auf die andere Art sind wir nämlich auch irgendwie stolz, hier dabei zu sein, weil dabei sein ist alles. Aufgeben tut man, glaube ich, nur am Brief, sonst gar nichts. Aufgeben kommt nicht in, es ist keine Option. Und das Beste draus machen.
überhaupt kein Fangwetter als erstes, sondern die 30 Grad, das ist wirklich, das muss man einfach aushalten, weil es ist einfach unvorstellbar, einfach wirklich unvorstellbar. Aber was soll's, wir können nicht einfach sagen, okay, jetzt kommen wir einfach heim und morgen kommen wir mal wieder, weil es sind schon über 1000 Kilometer und deswegen muss man einfach... Müssen wir es hinnehmen, das Wetter wie es ist. Dann noch viele Waller hier, die sehr aktiv sind. Alles sehr schwierig bei dem Wetter. Ja, aber waren schöne zwei Wochen und wir kommen wieder. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei. Ja. Hauptsächlich, wir sind hier und wir haben das angenommen. Wir haben Bestätigung gekriegt. Wir haben sogar bei der schwer, wirklich extrem schweren Bedingungen ein paar Karpfen gefangen. Und Waller sowieso. Aber... Ich bin zufrieden. Ja, beim nächsten Mal müssen wir halt später hier hinfahren, wenn die Wetterbedingungen angenehmer sind. Also, ja. Ja, das hat man ihm gesagt. Aber weiß, weiß man ja vorher nie. Und nächste Woche, wenn wir fahren, dann wird hier schlechteres Wetter, Regen, Wind und dann werden die Leute auch fangen. Ja, auf jeden Fall. Am Samstag hat es nur 18 Grad, glaube ich. Ja, und nachts auch auf 7, 8 Grad runter und dann werden die anfangen mit dem Regen, mit Wind, mit allem, das sind genau die Bedingungen, wo wir normalerweise brauchen, aber leider nicht bekommen. Salagou ist ein Wettersee, und ein Schlechtwettersee. Ja, und alle, die wir schon da waren, die wissen ganz genau, was Salagou für ein schwieriges Grad ist, sozusagen, wenn man die Fische hat. Ist alles gut und recht, aber wenn man die Fische nicht hat und dann mufen muss, jeder Tag hin und her und etc. Das ist ein Thema für sich. Für die Bedingungen sind wir zufrieden, wir machen das Beste draus und ich habe die ganze Zeit nur mit Steinmontage geangelt, also wirklich Steinmontage. Kann ich wirklich jedem empfehlen, wirklich jedem empfehlen. Und mein Kollege hat nur mit Blei geangelt. Ja, die erste Woche mit Blei und dann auch Steine umgestellt. Und ja, da liegen genug von hier rum und ja, braucht man keine Blei mitschleppen. Also, Jungs, so vor der Linse, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Jungs, ich wünsche euch einfach, alle, die wo ans Wasser sind, viel Spaß beim Video. Und das auf jeden Fall, wenn einer einfach mal das gut findet, irgendwas drunter schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn nicht, dann ist egal. Aber auf jeden Fall, alle, die wo ans Wasser gehen, dickes Petri und Jungs, aufgeben, tun wir nur einen Brief. Niemals aufgeben. Dabei, volle Kraft voraus. Und wer Fragen hat, einfach melden, wir beantworten sie immer gerne. Danke, ich bin der Ljubi, das ist der Markus. Ciao. Volle Kraft voraus und wir sehen uns wieder. Ja!